Und jetzt versuchen wir mal Zauber einzutragen. Und alle, die wir bereits kennen, die gehen an Yahira. So. Es kann nämlich auch passieren, dass wir Zauber nicht eintragen können. Also, dass das fehlschlägt. In den Einstellungen ist immer noch alles auf Mittel, also kann es fehlschlagen. Wo steht denn die Chance bei ihr, Zauber zu lernen? Bonus Priesterzauber wegen ihrer Weisheit. Naja, sie ist halt ein bisschen durchschnittlich und hat wenig Konstitution, aber sie ist der einzige gute, also von der Gesinnung her gute Magier. Wo war denn Zauber lernen? Chance Zauber zu lernen 70%, okay. Der Zauber befindet sich bereits im Zauberbuch. Magische Geschosse können wir gleich mal hier reinpacken. Befindet sich bereits im Zauberbuch. Den konnten wir übertragen. Den haben wir bereits. Also benutzen wir den mal, um den Ring zu identifizieren. Beeinflussungsring. Erhöht das Charisma des Trägers auf 60. Auf 18. Auf 60, ja. Wir haben bereits 19, also kann den ruhig Airy behalten. Für den Gürtel brauchen wir erst einen Zauber. So. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles lernen können. Da ist nämlich zum Beispiel auch noch ein Identifizieren-Zauber dabei. Dieser Zauber befindet sich bereits im Zauberbuch. Der auch. Den konnten wir lernen. Das ist eine Elektrizitätsschutzformel. Die beiden können wir leider nicht identifizieren. Da hat es mal fehlgeschlagen. Klopfen. Luftelementar. Oh, das hat sogar geklappt. Magie durchdringen hat nicht geklappt. Lernfähige Kugel klappt dafür. Das hat auch geklappt. Das auch. Okay, wir haben bereits auf Stufe 1 so viele Zauber, wie die Intelligenz zulässt. Na gut, Lebenskraftentzug brauchen wir auch nicht unbedingt. Oh, Yahira hat auch ein Level abgekriegt. Okay. Feuerball ist wichtig. Feuerball können wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Nein. Deswegen werde ich hier sicherheitshalber ein Quicksave machen. Jo, hat geklappt. Das können wir auch nicht lernen. So, das können wir benutzen, um den Gürtel zu identifizieren. Minus 3 Rüstungsklasse auf Stichwaffen ist auch was für Airy. Weil die braucht halt extra Schutz. So, alle anderen Schriftrollen gehen mal hier rein, außer die Magie-Bann-Schriftrolle. Und dann kriegt sie den Schriftrollenbehälter. Gut. Als nächstes ihre Zauber umswitchen. So, dreimal magische Geschosse ist immer gut. Hier auf jeden Fall einmal verschwimmen rein, einmal den Säurepfeil. Schlaf. Und ja, wir könnten theoretisch auch Zauber austilgen. Aber nö. Unsichtbares entdecken, das wäre nicht schlecht. Klopfen. Nö. Ich pack da lieber nochmal Verschwimmen mit rein. So. Schutz vor normalen Geschossen.
Einmal Feuerball und einmal den Kampfmagie-Bann. Also das ist die Kampfversion. Die auf Feinden liegen. Im Gegensatz zu normalen Magie-Bann tut das nur bei Feinden wirken. Das ist halt das Positive dran. Hier haben wir leider nicht besonders viel, außer eben Steinhaut. Das bleibt also auch so. So, Priesterzauber. Heiligtum. Nee, Heiligtum ist nicht nützlich. Ich pack noch lieber einmal leichte Wunden heilen. Einmal Furchtbann und einmal Segen rein. Hier habe ich zur Auswahl Stille, ist nicht so toll. Göttliche Macht könnte ja auf jeden Fall helfen. Aber auf jeden Fall einmal Gesang. Sicher ist sicher einmal Gift verlangsamen. Obwohl, nee, einmal göttliche Macht und zweimal Stärkung. Himmlisches Zerschmettern ist nicht schlecht. Und einmal mittlere Wunden heilen. Hier kann sie nur den. Okay. So, noch einmal Quicksave machen. Jetzt gehen wir in die Einstellungen, stellen den Schwierigkeitsgrad 1 runter. Ja, also auf normal. Oh, sogar Talisa hat ein Level up. Ah, eine Stufe aufsteigen. Kriegen wir einen Zauber der Stufe 1, 2 und 5. Ist nicht schlecht. 10 Trefferpunkte und Sagenkunde. Zusätzlichen Punkt hier kriegen wir leider nicht. So, das heißt, wir können jetzt... Rüstung des Glaubens reinnehmen. Ja, warum nicht? Hier haben wir auch einen zusätzlichen Punkt, also packen wir ruhig nochmal Stärkung mit rein. Fünfte Stufe haben wir jetzt. Hier könnten wir Tote erwecken nehmen. Mit Hilfe dieses Zaubers kann der Priester einen toten Zwerg, Gnomen, Halbelf, Halbling, Mensch oder Ork das Leben zurückgeben. Wenn der Körper nicht bei der Erweckung nicht vollständig ist, fehlen dem Wiedererweckten die entsprechenden Gliedmaßen oder Körperteile. Ja, nee. Ich hätte lieber gerne Genesung, wenn ich es finde. Gerechte Magie, Flammenschlag. Magieresistenz, Massenheilung, vereinte Kräfte. Um sie einem Wesen zu verleihen, dass es seinem Champion wird. Das Ziel erhält einen Bonus von 1 auf den ETW für alle 3 Stunden des Priesters. Das ist zum Beispiel mächtig. Die Stärke des Ziels wird zu 18.00 und erhält natürlich den entsprechenden Boni auf Schaden und Trefferwürfe. Ja, falls über, wird es auf 18 reduziert. Der Nachteil bei der Anwendung des Zaubers besteht darin, dass sich der Priester darauf konzentrieren muss, die Verbindung zwischen aufrechtzuerhalten. Ja. 3 Runden. Untote abwehren. Höherer Befehl. Schneller Tod. Was macht Flammenschlag? Eine Flammensäule schließt an der Stelle herab, auf die der Priester zeigt. Das betroffene Wesen erleidet 1-8 Schadenspunkte je Stufe des Zaubernden. Das ist mächtig. Das kommt mal rein. Weil kritische Wunden heilen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte eigentlich lieb gern Genesung gehabt. Aber weil geringe Genesung wird nicht helfen. Dieser Zauber erhöht das energetische Niveau des Ziels, erhebt sich in den Zug von Lebenskraft ab, auf den das Opfer durch untote Zauber erlitten hat. Ja, meist muss sich der Priester sofort nach dem Wirken dieses Zaubers ausruhen. Ja gut, ich nehme mal einmal Genesung mit rein, weil der ist nachher wirklich wichtig. Gut. Ein Level-Up haben wir gemacht, es fehlen noch 2. Stufe aufsteigen. Zauber der Stufe 1, 2 und 5 ist okay. 6 Trefferpunkte. Weil Yahira ein
Dual-Class ist und keine Multiclass wie Talisa, kriegt sie halt nur Trefferpunkte, bei beiden Aufstiegen Trefferpunkte. So. Dann gucken wir mal. Hier könnten wir Tiere beschwören oder Ruf der Hafner geben. Weil Stufe 4 hat sie leider keine Genesung. Was haben wir noch? Kritische Wunden verursachen. Insektenplage. Ja. Magieresistenz, Eisenhaut, Feenstaub. Da Yahira eher unsere Heilerin ist, lassen wir es mal so. Von mir aus noch mal eine Rindenhaut hier rein. Und hier noch mal ein leichtes Wunden heilen. So, jetzt fehlt nur noch Yoshimo. Wir brauchen meinen Rat, nicht wahr? Yoshimo eine Stufe aufsteigen. Kriegt er jedes Mal nur 2 Lebenspunkte? Das ist aber arg knapp. Ich denke, ich bin soweit. Ja, 2 Trefferpunkte, okay. Ist nicht gerade viel. Schlösser öffnen, geben wir mal 10 Punkte. Fallen finden, 5. Illusion entdecken. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil Fallen finden ist ja schon auf 100. Also Illusion entdecken. Weil Fallenstellen brauchen wir nicht. Verstecken, Schleichen benutze ich so selten. Deswegen machen wir es so. Einverstanden. Gut. Keine große Herausforderung. Ich warte. Nun gut. Zirkusarbeiter, was hast du zu sagen? Ich bin heilfroh, dass der ganze Spuk vorbei ist. Ich glaube schon, es hätte nie ein Ende. Zirkusartist. Ihr seid ein absonderliches Ich danke euch aus tiefstem Herzen, dass ihr euch hier herumtreibt. Ich danke euch aus tiefstem Herzen, dass ihr uns vor diesem fürchterlichen kleinen Gnom gerettet habt. Er hat so viele von uns einfach umgebracht, so beiläufig. Es war schrecklich. So, das war Hanna, die Mutter. Seid ihr gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Arme und Beine, ich habe wieder Hände. Befreit von diesem grausigen Ort. Ich danke euch. Ich muss geran. Ich hoffe, meinem Sohn geht es nicht allzu schlecht. Halte aus, Mami kommt. Ja. So ein Zirkus. Ja. Nachdem Kala tot ist, hat die im Zirkusfeld gefangene Mutter ihre normale Gestalt zurückgelangt. Sie ist sofort aufgebrochen, um sich mit ihrem Sohn zu treffen. Der Gnomen-Illusionist, der den Zirkus in sein eigenes magisches Reich verwandelt hat, ist tot. Jetzt hat sich alles wieder normalisiert. Was braucht ihr? Ja, Quail. Ich danke euch, dass ihr uns geholfen habt, gute Frau. Kala war ein guter Illusionist, litt aber viel heftiger an Größenwahn, als wir alle ahnen konnten. Passt bitte gut auf Airy auf, ja? Ich habe eine Frage an euch. Eine Freundin von mir wurde vom verhüllten Magier eingekerkert. Wisst ihr, wo sie ihre Gefangenen hinbringen? Was wisst ihr über die Aktivitäten der Schattdiebe hier in Adkatla? Ja, fragen wir erstmal das Erste. Ihr habt euch mit den verhüllten Magiern angelegt, was? Hütet euch, Talisa. Sie sind hier in Adkatla sehr mächtig. Wenn sie jemand wegbringen, dann ist und bleibt diese Person verschwunden. Es ist wohl besser, wenn ihr das akzeptiert. Eure einzige Möglichkeit bestünde darin, euch der Unterstützung einer Organisation zu versichern, die ebenso mächtig ist wie sie. Was braucht ihr? Ja, die Schattendiebe? Nicht viel. Sie beherrschen das Hafenviertel, sagt man. Und die Stadtwache wagt es nicht einmal, in das Viertel zu gehen. Wenn ihr mich fragt, ist das daher das sicherste Viertel der Stadt. Ich habe irgend so einen Blödsinn gehört, dass ihnen irgendjemand ihre Position streitig macht. Aber ich gebe nicht viel auf solche Gerüchte.
Die Schattendiebe sind wohl ebenso mächtig wie die verhüllten Magier. Wenn sie jemand herausfordert, dann würde der Blutskalb, so nennen sie ihren Anführer, hat man mir gesagt, mit dem Feind schon kurzen Prozess machen. Ich würde mich da nicht einmischen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Hallo, Leute! Ich bin heilfroh, dass der ganze Spuk vorbei ist. Ich glaubte schon, das hätte nie ein Ende. Ja, gut. Hier drin gibt es auch nichts Besonderes zu plündern. Doch, hier liegt noch was rum. Okay. Wo habe ich das jetzt hin? Ach, Yoshimo. Was hat die Schleuderkugeln? So. Das ist mir bei Minsk zum Verkaufen am besten aufgehoben. Talisa braucht dringend eine bessere Waffe. Eine magische Waffe.